hallo ihr Lieben, Christian Schemeier, Paartherapeut, Diplompsychologe und so weiter. Es geht sich hier um Beziehung. Meine Arbeit findest du auf liebeschip.de. Gibt immer noch das mega krasse Liebeschip-Gewinnspiel für das 25K-Special hier auf meinem Kanal. Schick mir ein einminütiges Video, was für Erfahrungen du mit den Kursen oder Videos gemacht hast, an Supported Liebeschip. Meinetwegen mit Masken, wenn ich nicht sehen soll oder ich weiß nicht was, wir schneiden das zusammen verlosen ganz krasse Kurspakete, das größte Liebeschip-Kurspaket, was es gibt, mit praktisch allen Kursen, Party-Tickets für die Liebeschip-Party, die es auch kommt am 25.09. und so weiter und so fort. So, es geht mal wieder um Bindungsangst. Hallo, lieber Christina, wurde da geschrieben, aber ich bin, Foto mal, du meinst Christian. Vielen Dank für deine Videos. Ich dachte, ich schreibe dir mal zu folgender Situation. Ich bin 35 Jahre alt und im Moment in meiner fünften Beziehung. Meine längste Beziehung war 10 Monate und das waren nicht sehr schöne 10 Monate. Aufgrund der letzten Beziehung habe ich angefangen, mich zu fragen, ob ich ein Problem mit Bindung habe. Ja, wenn man in dem Alter noch keine längere Beziehung hat, hat man ein Thema mit Bindung. Ich will das jetzt nicht irgendwie pathologisieren oder so oder das sagen, dass damit hier irgendwas falsch wäre, aber du hast definitiv ein Thema mit Bindung. Es muss jetzt nichts. Kann auch dein Charakter sein, dass du dich einfach nicht binden willst, oder ich weiß es nicht, aber könnte auch Bindungsangst sein. Ne? Aufgrund der letzten Beziehung habe ich angefangen, ja, oft starte ich schon eine Beziehung mit dem innerlichen Gefühl, dass es auch wieder zu Ende sein wird. Ja, ich packe euch hier drunter mal die Links zu den Modulen 4 und 6, das sind ja meine Bindungsangst-Module. Ja, also erstmal programmierst du dich dann natürlich schon wieder, dass es aufhört. Warum? Ne? Also, du könntest ja auch denken, diesmal hält es, also da, damit, also wovor hast du Angst? Oder hast du überhaupt Ängste? Aber wenn ja, wovor hast du Angst? Ne? Was verbindest du mit Bindung? Also das wird ja vor allen Dingen Modul 4, könnte ich mir bei dir vorstellen, dass man mal guckt, ja, was hast du da für Glaubenssätze, dass du dich so und so benehmen musst in einer Beziehung oder vielleicht auch was Beziehungsform angeht, keine Ahnung. In meiner letzten Beziehung konnte ich mich nicht wirklich für meinen Freund entscheiden, weil wir letztendlich dann doch unterschiedliche Vorstellungen vom Leben hatten. Ja, wenn man Bindungsprobleme oder Ängste hat, findet man immer irgendwas, was nicht passt, weil man ja Angst hat vor der Bindung. Ne? Das ist immer keiner gut genug. Und ich habe auch immer wieder meinen Abstand gebraucht, obwohl ich nie so krasse Dinge gebracht habe, wie keinen Kontakt nicht erreichbar, Absprachen nicht eingehalten, viel kritisieren. Ja, das ist auch in dem Modul 4. Es gibt ja da die drei Modi der Co-Abhängigkeit. Bei dir hier, das wäre Modus 2, das nenne ich mal co-abhängige Bindungsangst. Aber dazu mehr im Kurs. Ich konnte mich einfach nur nicht für ihn entscheiden, worunter die Beziehung natürlich gelitten hat. Ja, es ist nicht einfach nur nicht entscheiden, das ist ja gerade der Punkt. Ja, dass man das nicht will, weil man sich dann das Gefühl hat, man engt sich unnötig ein oder es musst du gucken, warum du das nicht willst. Aber das liegt wahrscheinlich nicht an den Männern, sondern das ist was, ja, dass du dich einfach nicht binden willst und dann findest du immer einen Grund, was nicht passt, so, ne? Jetzt bin ich seit knapp 2 Wochen in einer Beziehung zu einem absolut tollen Mann, den ich wirklich feiere. Bisher merke ich auch nichts von meinem bisherigen Beziehungsverhalten, beziehungsweise wie zum Beispiel ihn nicht richtig toll finden und eher auf Abstand gehen. Allerdings gibt es ein Thema, das mir große Kopfschmerzen bereitet. Es kommt natürlich doch wieder das Thema, worum es sich geht. Tatsächlich waren die Wochen vor der Entscheidung für die Beziehung für mich total herausfordernd. Ich konnte kaum mehr schlafen, weil ich mir so viele Gedanken gemacht habe. Mein Körper hat ein totales Stresslevel gefahren, weil ich zu keiner Entscheidung gekommen bin. Also gut, ich weiß es nicht, vielleicht lungert da irgendwas ganz tief im Untergrund, was ich jetzt hier nicht sehe oder was du nicht schreibst oder warum du diese Ängste hast. Vielleicht gibt es da irgendwas in deiner Vergangenheit. Keine Ahnung. Ja. Das Thema sind Lebensziele. Ich hatte für mich gedacht, dass ich schon einige Zeit auch im Ausland leben würde und er möchte aber nur in Deutschland leben. Ja, da muss man sich wirklich fragen, was manifestierst du hier, weil warum datest du ihn dann, wenn du es sowieso weißt, dass es nicht klappt? So, vielleicht war das auch genau was, worüber du dir den Kopf gemacht hast. Ja, wäre doch für dich wäre mal eine spannende Erfahrung, wenn mal jemand wirklich gut genug ist. Und es gibt ja immer diese Sachen,
dass eine Beziehung, also es ist ja nicht nur, dass man Chemie hat, dass es kompatibel ist, es müssen auch die Rahmenbedingungen müssen auch stimmen. Also wie wäre es, wenn du dir mal jemanden suchst, den du absolut feierst und die Rahmenbedingungen stimmen und da mal auf dich gucken, was es mit dir macht. So, vielleicht, das ist immer die Frage, was wünschst du dir wirklich tief drin? Vielleicht möchtest du auch keine Beziehung angehen und meinst, du müsstest es. Keine Ahnung, das musst du halt rausfinden. Aber ja, da würde ich wirklich so ein bisschen Seelenforschung betreiben, was deine Seele da wirklich möchte, weil das kann es ja nicht sein, dass du immer wieder irgendwas findest am anderen, da musst du wirklich bei dir gucken, so, ne? Die Frage, ob ich solche Lebensträume aufgeben kann oder nicht, hat mich total aufgerieben. Wir hatten dann einige lichte Tage, wo ich Frieden drüber hatte, seinen Weg mit ihm zu gehen und wir sind zusammengekommen. Jetzt treibt mich die Frage aber schon wieder total herum. Ich bin traurig, weil ich ihn so sehr liebe, aber keinen Weg für uns sehe und denke, dass ich es schon beenden muss, bevor wir noch tiefer gefühlsmäßig drin sind. Ich habe mir etwas angeschaut zu toxischen Beziehungen und da war auch das ein Punkt. Achso, davor hast du noch geschrieben, ich habe eigentlich jetzt schon Liebeskummer. Ja gut, aber du hast jetzt keinen toxischen Partner, wenn, dann bist du ja Minuspol so, ne? Aber du bist ja ehrlich zu ihm, insofern müssen wir jetzt nicht über toxische Beziehungen reden, sondern oder vielleicht empfindet er das so, weiß ich nicht. Aber für dich ist es einfach, eigentlich hört sich noch so nach klassischen Bindungsthemen an, so, ne? Weil das in der Bindungs-, also Minuspol empfindet man ja nicht Angst, sondern Ambivalenz, ne? Hin, her, hin, her, hin, her. Ist eigentlich typisch, ne? Ich weiß nicht, wie ich zu einer Entscheidung kommen kann. Ich möchte mich so gern für ihn entscheiden. Ja, wenn du keine Entscheidung für ihn treffen kannst, kannst du sie nicht treffen. So, dann wäre halt, wie gesagt, bei sich zu gucken, wovor hast du Angst? Wir sind auch offen im Gespräch darüber. Er ist sich auch nicht so ganz sicher in der Beziehung, da wir einen Altersunterschied von 9 Jahren haben. Ich bin älter. Ja, wie gesagt, man kann immer irgendwas finden, was nicht passt. Oder man kann einfach sagen, er scheiß was drauf. Also, aber auf jeden Fall bist du wahrscheinlich nicht komplett verliebt, weil wenn man komplett verliebt ist, scheißt man eigentlich auf solche Sachen und macht einfach und wechselt die Religion und wechselt den Kontinent und. Aber warum bist du nicht ganz verliebt, ne? Oder kannst du dich nicht ganz fallen lassen? Also ich glaube, da wäre es wirklich wichtig, bei dir zu gucken. Manchmal macht ihn das auch zu schaffen. Oft wissen wir beide nicht, wie das klappen soll, aber wir wünschen uns das beide so. Irgendwie lieben wir uns schon sehr, aber ich frage mich auch, ob diese Gefühle angefeuert werden von unserer schwierigen Lage. Ja, gute Fragen. Sonst könnte man ja auch mal eine Paartherapie-Sitzung machen, wenn ihr da beide gut reden könnt. Das wäre sicherlich auch spannende Frage. Also, geh wirklich mal in dich, was du wirklich willst. Vielleicht willst du ja auch gar keine normalen Beziehungen, ne? Könnte auch sein. Vielleicht ist das einfach nichts für dich, ne? Wäre auch eine Möglichkeit. Denk mal out of the box. Und in diesem Sinne, wir werden uns bald wiedersehen.